Du hast morgens um 7 NEF-Dienst, das heißt 24 Stunden von morgens um 7 bis morgens um 7, gehst voller Energie morgens oder stehst voller Energie morgens um 4 Uhr schon auf, gehst duschen, machst dich fertig und alles und fährst schon mal zur Wache, sodass du so gegen 6, Viertel nach 6 ungefähr auf der Wache bist, weil du möchtest ja schon mal dein Fahrzeug übernehmen, du möchtest von der Vorschicht schon mal hören, was gibt es Neues, haben wir irgendwelche Verbrauchsmaterialien und bla 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 bla, die wir auffüllen müssen. So. Ja, dann bist du auf der Wache, dann fängst du schon mal an, dein Fahrzeug zu checken. Die anderen Kollegen machen schon mal Feierabend und du guckst auf die Uhr und denkst, 20 vor 7, der Arzt ist ja noch gar nicht da, was ist denn hier los? Na gut, denkst dir nichts bei, okay, der kommt ein bisschen später, passiert mal. Ne? Kennst ihn ja auch, ne? Der ist ja auch immer mit seiner Band unterwegs und allem so drum und dran. Kommt er vielleicht ein bisschen später? Ja. Dann wird es 7, dann wird es Viertel nach 7, dann wird es 7:30. Irgendwann ruft dich die Leitstelle an und fragt dich: Hallo, liebes NEF, wollt ihr nicht einfach mal auf Status 2 gehen? Es wäre mal ganz schön, wenn ich ein NEF da in diesem Örtchen hätte, wo ihr gerade seid. Ja, das würde ich gerne tun, aber ich bin kein Studierter, ich bin kein Arzt und ich warte noch auf diesen. Ich rufe den mal an, ich habe ja seine Nummer. Ja, alles klar, sagt die Leitstelle, gut, dann brauche ich mich da nicht drum kümmern, mach mal und dann sag mir mal Bescheid. Ja, alles klar, kriegen wir hin. Du weißt natürlich, dass der Arzt auch im selben Ort wohnt, deswegen ist das auch alles gar nicht so wild. Ist ja nicht das erste Mal, ne, dass du ihn abgeholt hast von zu Hause zum Dienst, ne, weil er es vergessen hat. Okay. Dann nimmst du dein Handy, rufst den Arzt an, der geht ran und du hörst erstmal mega laute Mucke im Hintergrund. Und es geht jemand an, ja? So, und dann fragst du dich erstmal, was ist denn hier los? Und fragst auch den Arzt, Alter, wo bist du, Mann? Und dann sagt er, was? Wie? Was willst du denn jetzt? Ja, du hast Dienst, Alter. Ach, scheiße, Mann, ja. Ja, da musst du mal in die und die Straße kommen. Da ist gerade eine Party. Ich kann dir jetzt gerade nicht erklären. Komm mal dahin und hol mich mal ab. Gut. Du setzt dich also in dein NEF, düselst ganz gemütlich los. Hast ja auch schon die Einsatzjacke von dem Arzt mit im Auto, weil die lag ja auf der Wache rum. Und dann fährst du dahin. Und dann siehst du ein Einfamilienhaus, mega viele Leute, mega die Party, mega laute Mucke. Ein Streifenwagen steht auch da, weil die gerade den Hausbesitzern sagen, naja, also so morgens um 7:30 ist dann noch irgendwann mal Feierabend mit Party. Und suchst deinen Arzt. Und dann gehst du da rein, siehst da 20, 30 Leute, alle besoffen, alle am Feiern, wie die Beknackten. Ich muss jetzt erstmal entschärfen, mein Arzt hat keinen Alkohol getrunken, er war Musiker. Also da konnte er nicht unbedingt trinken, weil er Musik gemacht hat. Aber es war halt eben eine Motto-Party und mit einmal steht er in einem Bademantel vor dir. Guckt dich an, völlig müde, mega die Augenringe, weil er halt eben schon die letzten, keine Ahnung, 16 Stunden oder so auf dieser Party gewesen ist. Er hat Mucke gemacht, war völlig fertig. Guckt mich an in meiner Einsatzklamotte und sagt dann einfach nur, ist das dein Ernst? Habe ich wirklich heute Dienst? Und ich antworte ihm, ja. Du hast Dienst, verdammt nochmal. Und du bist doch viel zu spät, ey. Wo bist du gewesen, Mann? Was soll die Scheiße hier? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er ist dann mit seinem Bademantel bei uns ins NEF eingestiegen. Wir wollten dann zurück zur Wache und prompt kriegen wir natürlich, wir haben uns natürlich freigemeldet, beziehungsweise der Arzt hat ja natürlich Status 1 gedrückt, weil er war ja eh schon zu spät und damit das nicht noch schlimmer wird für ihn, hat er dann gedacht, naja gut, dann fahren wir halt eben auf Status 1 zurück zur Wache. Ja, bumm, Ende. Wir kriegen natürlich einen Herzinfarkteinsatz. Wir fahren dahin und ihr könnt euch vorstellen, wie die anderen Einsatzkräfte, die dort gewesen sind, die nicht von unserer Rettungswache kamen, geguckt haben, als mein Arzt mit seinen Birkenstockschuhen in seinem Bademantel, mit seiner Rettungsdienstjacke über und nur mit Unterhose darunter an, ausgestiegen ist, um den Patienten zu behandeln. Aber ich muss euch eins sagen, wir haben den Patienten tatsächlich noch lebend ins Krankenhaus gebracht und darauf kommt es ja im Endeffekt an, oder nicht? Da krieg ich so einen Blutdruck, da.